Ein immer wieder vorkommender Fehler ist die ausreichende Zuluftversorgung des Zentralgangs in Kammstellen. Besonders in dieser jetzt kalten Jahreszeit wird der Zentralgang plötzlich kalt. Die Landwirte beginnen, die Klappen oder Öffnungen, die vorhanden sind, wenn sie denn vorhanden sind, zu schließen. Und der Zentralgang wird nicht mehr ausreichend mit Frischluft versorgt. Auf dieser Grafik sehen Sie ein Beispiel, wo zurzeit 5000 Kubikmeter Zentralgangluft vorhanden sind, schon bei 5 Meter pro Sekunde, also auch das schon zu hoch. Und es werden benötigt im Prinzip die 1500 Kubikmeter auf der linken Seite und die 8500 Kubikmeter auf der rechten Seite. Daraus ergibt sich eine Gesamtmenge von 10.000 Kubikmeter. 5000 stehen nur zur Verfügung und damit haben wir ein sehr hohes Vakuum im Zentralgang und die Ventilatoren beginnen durchaus höher zu fahren in der Leistung, wie eigentlich notwendig, weil sie nicht genug Luft bekommen. Und dann kommt es zu einem Austausch zwischen den Abteilen, wie wir hier mit den Pfeilen rot und blau erkennen können. Das ist ein total unsicher arbeitendes Lüftungssystem, wenn das so ausgelegt ist, beziehungsweise so wenig Zuluft vorhanden ist. Besonders bei einer Einzelabsaugung führt das im Prinzip zu einem Kollabieren der gesamten Lüftung. Die Folge sieht man dann deutlich in den Ställen: feuchte Böden, nasse Tiere, kranke Tiere, Tiere, die nicht ausreichend mit Frischluft versorgt werden. Das heißt, an der Stelle zu sparen und zu sagen, ich mache jetzt die Öffnungen kleiner, um weniger Heizkosten zu haben, ist ein sehr fataler Fehler, der definitiv auch auf das Tierwohl geht. Extrem aufs Tier. Da wird das, glaube ich, nach Pferd geladen. Ja. Und dann war das hier oben, zog das hier so, dann habe ich alle Türen zugemacht. Ja, ja, ist klar. Dann haben die es nicht mehr losgemacht. Ist klar. Du hast jetzt hier das Problem, du kriegst zu wenig Luft. So, und diese Luft bei einer Einzelabsaugung ist das Schlimmste, was dir passieren kann, weil die Abteile arbeiten gegeneinander. Dann hast du hier noch die volle Fläche. Es ist jetzt egal, ob wir da kleine drin haben, sagen wir mal so, da haben wir kleine, da haben wir große, die Fläche ist voll offen, damit haben die hier noch mehr Einfluss, von denen eventuell noch Luft zurückzuziehen und gegeneinander zu arbeiten. Und das? Ich habe das jetzt, ne, laufe nicht ins Bild, ich habe das jetzt gefilmt, okay. Weil das will ich auch mal als Beispiel, da steht ja nirgendwo, wo es war. Ja, ja. Aber ich will das einfach mal zeigen, weil dass man den Leuten sagt, pass mal auf, da müsst ihr drauf achten. Und das ist das, was immer wieder passiert, dass sich die Leute keinen Kopf machen, wo kommt denn meine Luft her? Und jetzt habe ich hier einen Stall, mit wie vielen Abteilen haben wir hier? 10 Abteile und es kommt eigentlich keine Luft. So, und das kann nicht funktionieren. Das heißt, es arbeitet im Prinzip gegeneinander. Ich habe das nur mal mitgeschnitten. Ich habe dich da bewusst drauf gehalten. Ja, ja. Weißt du, ich habe das schon mal eher so ein Video. So, wir sind hier jetzt noch im selben Pferdenstall. Hier sieht man die Deckenverteiler. Davon sind insgesamt gerade mal 4 Stück da. Wir sehen schon hier an den Spinnenbewegungen, wie schnell die Luft hier reinkommt. Teilweise klemmen die Klappen auch. Kann man auch sehen, die sind nicht offen. Das heißt, die Anlage muss jetzt die Luft durch diese wenigen Deckenverteiler ziehen und dadurch habe ich einfach ein totales Gegeneinanderarbeiten innerhalb des Zentralgangs, besonders bei Einzelabsaugungen.